Fit at Home, TV Westsachsen gemeinsam mit dem Sporttalk für euch zu Hause. Deswegen greifen wir eure Fragen auf und möchten gerne heute den Teil 2 liefern zu unserer letzten Einheit. Ich möchte die Frage der Zuschauerin gerne nochmal wiederholen. Es war die Ausgangssituation, frische Bandscheibenoperation. Nach 10 bis 14 Tagen war sie in der Reha-Klinik und ist jetzt aus der Reha-Klinik entlassen worden. Das heißt, wir haben so in etwa die Zeit 5 bis 6 Wochen postoperativ nach der Operation. Also, was kann ich tun? Wir haben darauf geachtet, bei den letzten Übungen, dass wir in die Tiefe die Bauchmuskulatur trainieren, würden auch noch mal kurz am Anfang diese Übung anreizen. Und danach ist das Ziel eben, Bauchmuskulatur immer stabiler und der Rücken stabiler, aber ohne Drehung, ohne Bewegung in die Lendenwirbelsäule hinein, einfach um diese Zone gerade in den ersten zwei Heilungsphasen bis nach Woche 8 schön zu stabilisieren. Wir beginnen wieder in der Rückenlage, legen uns also ab. Von dem letzten Mal habe ich noch mein Handtuch und zwar so gebaut, dass wir eine kleine Rolle haben. Diese Rolle ist so gebaut, dass wir die Lendenwirbelsäule stabilisieren. Also heißt, ihr rollt das einfach so ein kleines bisschen zusammen und legt euch diese Rolle in den unteren Rückenbereich, um die Wirbelsäule so zu formen, wie sie normalerweise auch ist. Wir legen uns ab, stellen die Beine an und mobilisieren zu Beginn die Lendenwirbelsäule oder eher das Becken und das Hüftgelenk. Die Füße stehen wieder weit außen. Und wir beginnen locker die Knie nach rechts und links zu bewegen. Wir werden diesen Bewegungsablauf in Anbetracht der Zeit heute nur kurz machen. Deswegen der Tipp, drückt einfach zwischendurch kurz auf Pause und führt diese Übung 2, 3, 4, 5 Minuten aus. Diese Übung ist wirklich eine schöne Mobilisation und indirekt stabilisiert ja auch schon so ein bisschen den Bauch mit. Macht bitte diese Übung weiter und zieht zusätzlich den Bauch mit weit nach innen ein. Der Rumpf bleibt stabil, der Bauch ist eingezogen und ihr macht die Bewegung der Knie nach rechts und links. Macht bitte weiter. Wir werden euch nachher eine aufbauende Übung für den Bauch, aber auch etwas für den unteren Rücken und den Po zeigen. Aber versuchen erst nochmal das Hüftgelenk soft in die Streckung zu mobilisieren. Wir stoppen die Bewegung, setzen die Füße etwas enger und versuchen gleich im Wechsel einen Fuß weiter vorzuschieben und den anderen, aber eben nur so weit, wie die Lendenwirbelsäule wirklich an der Rolle, an eurer Lordosestabilisation fixiert ist. Die Arme liegen seitlich ab und wir schieben als erstes den rechten Fuß langsam nach vorn, dass der untere Rücken stabil bleibt, löst wieder auf, zieht das Bein heran und wechselt die Seite. Die andere Seite schiebt ihr nach vorn, solange wie ihr stabil bleibt und löst wieder auf. Macht die Bewegungen ruhig, konzentriert und langsam. Wichtig ist nicht, wie viele Wiederholungen ihr mit den Beinen schafft, sondern dass die Lendenwirbelsäule fest an der Rolle fixiert ist, der Bauch eingezogen ist, und ihr versucht immer weiter in die Streckung zu kommen. Bei den meisten ist gerade nach solchen Bandscheibenproblemen, vielleicht auch aufgrund der Vorgeschichte, die Hüftbeugemuskulatur so weit verkürzt, dass man gar nicht in die komplette Streckung kommt. Deswegen lasst euch Zeit, macht diese Übung ein bis zweimal am Tag, a 5 bis 10 Minuten und ihr werdet merken, von Mal zu Mal wird es immer besser. Wir stoppen jetzt die Bewegung und nehmen ein Zusatzgewicht in die Hand. Das kann verschieden sein. Das kann das Gummiband vom letzten Mal sein. Es kann aber auch zwei Wasserflaschen sein. Meine Kollegin hat hier zwei kleine Handeln. Aber das können eben auch Wasserflaschen sein, die man mit verschiedenen Mengen füllt. Also als Beispiel halber Liter, ein Liter oder gar anderthalb Liter. Also ihr habt Möglichkeiten für zu Hause. Ich nehme mir das Gummiband, weil das doch der eine oder andere zu Hause hat. Wir fixieren wieder die Lendenwirbelsäule fest an den Boden. Und letzte Woche hatten wir einfach nur eins gemacht. Wir haben die Gewichte oder das Gummiband über den Kopf ganz normal abgesenkt, wieder nach oben gezogen, haben die Grundspannung im Bauch gehalten und haben wieder aufgelöst. Heranziehen. Grundspannung im Bauch aufbauen
und wieder auflösen. Eine Steigerung dafür ist, ihr nehmt beide Beine nach oben, stabilisiert und macht diese Übung weiter. Ihr wisst also, generell 3x 20 bis 25 Wiederholungen, wenn ihr eure richtige eigene Übung gefunden habt. Macht bitte diese Übung weiter. Zieht heran und löst über den Kopf wieder auf. Zieht heran und löst langsam wieder auf. Wir machen noch 4 Wiederholungen. Spannung aufbauen, der Bauch ist eingezogen, auflösen. Noch 3x. Die Grundspannung bleibt. Noch 2x. Klasse. Und das letzte Mal. Wir stoppen, lösen auf. Bis zu diesem Punkt sind wir mit der letzten Einheit gekommen. Jetzt ändern wir die Konstellation. Wenn ihr die Arme nicht gleichzeitig führt, sondern im Wechsel über den Körper führt, muss die Bauchmuskulatur immer hin und her arbeiten. Also es ist fortgeschrittener. Deswegen, ihr könnt die Beine am Boden lassen, da wäre es leicht. Ich mache die leichte Variante. Meine Kollegin macht die schwerere Variante mit den Beinen in der Luft. Ihr nehmt wieder euer Gummiband oder eure Flaschen oder die Kurzhanteln. Baut eine kleine Grundspannung auf und dann beginnt ihr im Wechsel. Eine Hand vor und die andere. Also immer so im Wechsel. Und dieses wechselseitige Bewegen mit den Wasserflaschen oder den Gummibändern reizt die Bauchmuskulatur mehr. Wichtig ist nur bei dem gesamten Üben, ihr zieht bitte den Bauch ein, stabilisiert die Lendenwirbelsäule an der Rolle und trainiert so, dass ihr diese Grundspannung spürt. Die meisten merken auch dieses Wechseln der Bauchmuskulatur. Dadurch, dass wir hier vielleicht auch mal ein bisschen schneller arbeiten können, weil das spannt einfach viel mehr Bauchmuskulatur an, habt ihr natürlich nicht die Wiederholungszahlen als Maß, sondern ihr nehmt einfach eine Uhr. 1 bis 1,5 Minuten, Pause und wieder, sodass ihr diese Übung 2 bis 3 Mal wiederholt und damit habt ihr dann einen schönen Übungskomplex für die Bauchmuskulatur. Das heißt, ihr könnt auch jederzeit die Beine in die Luft nehmen. Atmet bitte immer schön durch und wir stoppen und lösen auf. Wir gehen jetzt aus diesen ganzen Übungskomplexen für die Bauchmuskulatur zu den Gegenspielern Po und unteren Rücken. Ihr legt bitte euer Gummiband beiseite, die Kurzhanteln beiseite. Stellt die Beine so an, dass die Fersen erstmal in den Boden drücken. Stabilisiert Becken mit Brustkorb. Die Arme liegen seitlich, um euch gut zu stabilisieren. Und wir versuchen jetzt mal, die Fersen so fest in den Boden zu drücken, dass sich das Becken, der Unterrücken, ganz leicht vom Boden löst. Ganz minimal. Dann stoppt ihr und löst erstmal wieder auf. Wenn ihr merkt, dass dieses leichte Lösen nicht geht, weil es zu schwer ist, lasst ihr bitte das Becken und den unteren Rücken am Boden und drückt nur die Fersen in den Boden. Und löst wieder auf, ohne dass sich das Becken hebt. Ansonsten ist unser nächster Übungskomplex wie gerade gezeigt. Ihr drückt die Fersen in den Boden, löst das Becken ganz leicht vom Boden und zwar so, dass Becken, Lendenwirbelsäule bis zur Brustwirbelsäule wie ein Brett sich vom Boden leicht löst. Ihr haltet kurz und legt langsam wieder ab. Wichtig ist immer mit einer Schmerzfreiheit. Wir probieren es gleich noch einmal. Als erstes stabilisieren wir den Rumpf, ziehen den Bauch ein, drücken die Fersen in den Boden, so fest, dass sich ganz allmählich der Unterrücken vom Boden löst und ihr löst langsam wieder auf. Noch einmal, fest die Fersen im Boden, halte die Grundspannung und löst auf. Zum Schluss möchten wir euch noch gerne eine Steigerung geben. Die Steigerung bedeutet, beide Arme gehen gestreckt zur Decke, von vorn Fersen in den Boden, ganz, ganz fest die Fersen in den Boden drücken, das Becken löst sich mit dem unteren Rücken und der Wirbelsäule bis hierher komplett vom Boden, aber nur minimal. Wir halten kurz
und lösen wieder auf. Noch einmal, ein letztes Mal. Wir heben, halten kurz und lösen langsam wieder auf. Wir sind am Ende unserer heutigen Einheit angelangt. Wir haben also eine Übung für den Bauch trainiert, so dass die Wirbelsäule immer schön stabil bleibt, und für den unteren Rücken und den Po, so dass die beiden Muskelgruppen, die die Wirbelsäule wie einen festen Gurt umgeben, stabilisieren können. Aber auf dem Level, frisch nach einer Bandscheibenoperation, noch vor der 8. Woche. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Habt ihr jemanden, der ein ähnliches Problem hattet, schickt ihm das Video, dass er seine Übungen zu Hause machen kann und dass es ihm bald wieder richtig gut geht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi, bis bald.